Real Life Shopping ist ein ganz besonderer Laden in Hamburg. Hier können Arbeitslose Supermarkt spielen. Total real. Eine Bildungsmaßnahme vom TÜV Nord. Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist, Arbeitssuchende im Hartz-IV-Bezug ja wieder fit zu machen für den Arbeitsmarkt in den Bereichen Lager, Logistik und Handel. Hier lernen Arbeitslose das Arbeiten in einem richtigen Supermarkt mit richtigen Waren. Also fast. Die Joghurt sind leer, der Käse ist aus Plastik und die Eier... Das sind halt eben auch nur Kunststoffeier. Ne? Wenn man die vom Weiten filmen würde, würden sie verblüffend echt aussehen. Verblüffend echt wie das eigens angefertigte Real-Life-Shopping-Spielgeld. Das ist unsere, sozusagen unsere eigene Währung. Scheine ganz normal, wie wir es von den Euro-Werten kennen. Und mit diesem Spielgeld wird auch das Kassieren geübt. Und zwar mit eingebauten Hürden. Achtung, wir werden Zeuge einer gespielten Straftat. Das sind die Falschgelder. Die darf ich leider nicht annehmen. Oha, da bin ich ja ein ganz böser Junge. Ich habe gerade simuliert, dass ich versucht habe, mit Falschgeld zu bezahlen. Und die Dame hat das erkannt, dass das kein richtiges Geld ist. Den Unterschied von Spielgeld und falschem Spielgeld erkannt. Ein Supermarkt wie aus dem Leben gegriffen. Eben real life. Was ist für Sie jetzt neu daran oder anwendbar in der Praxis? Nichts. Nicht wirklich. Eine Wunschfortbildung für jeden Arbeitssuchenden. Mir wurde das aufgeschwatzt. Angedreht wurde mir das. So, hier, ich habe ja was für Sie und das wäre doch was für Sie. Supermarktspielen ist nicht was für jeden, aber es geht doch für die Arbeitslosen darum, sie so weit zu motivieren und zu unterstützen, dass dann im Idealfall hinten ein Arbeitsplatz bei einer Firma generiert wird. Leider haben von 100 Teilnehmern bisher nur 7 den Idealfall eines Arbeitsplatzes generiert. Dafür verdient der TÜV Nord ca. 800 Euro pro Teilnehmer pro Monat. Das ist übrigens kein Spielgeld.